Ich liebe dich, mein Schatz. Ja, ach, ja. Wir werden jetzt morgen endlich heiraten. Deine Familie. Endlich bist du wieder bei mir, meine geliebte Tane. Atschi! Oh, diese so Blutplatten, die sind richtig schön warm hier. Oh. Hallo Jungs, aufstehen! Ihr Faulenzer. Also, ich muss sagen, hier geht's mir echt extrem gut. Hallo? Hallo. Wir warten auf unsere Hochzeit. Hallo, aufstehen! Hallo ihr! Also, ich hab beschlossen, ich wohne ab sofort hier drin. Was los? Also hier, wieso sind wir eingeschlafen? Diese Blutenergie. Wir hätten nicht einschlafen dürfen. Warum? Ich hab doch die aufgepasst. Ganze Stadt laden wo ist Kevin? Wir ein. Aufstehen. Wo ist Kevin aufstehen. Wo ist die halbe Stadt wird zu unserer Hochzeit kommen. Du Scheiße, ja. Da hinten in der Ecke. Kevin, aufstehen. Los. Wir müssen um. Balu, was ist da passiert? Oh, was fuck. Nichts. Kevin. Meine Tana ist wieder zurück. Kevin, bleib hier. Ist Kevin, was? Wieder gut? Nein! Was? Nein! Oh mein Gott! Wo ist Tana hin? Kevin! Sie ist bestimmt gegangen. Sie ist nein, irgendwo Kevin. Die ist bestimmt in der Stadt Kevin. Irgendwo rumlaufen. Ja. Tana! Oh mein Gott! Verschwunden, das Tana, du musst zurück ins Becken! Tana ist tot! Kevin! Für immer verloren! Was ist mit Kevin? Diesem Blut los? Haben wir was falsch gemacht? Das habe ich falsch gemacht. Basti, was zur Hölle ist schiefgelaufen? Frag das kann nicht sein. Frag doch den Urdrachen. Aber warte mal, bis Kevin wieder da ist. Alter, wir müssen uns um Kevin... Aber... Jungs, Tana muss hinten irgendwo sein. In der Stadt Kevin. Ist sie gar nicht. Sie läuft schon bestimmt Kevin. Irgendwo rum in der Ecke. Kevin, das ist bestimmt das Skelett von Tana. Die ist bestimmt hier irgendwo... Nein, Kevin! Jetzt erzähl doch nicht so unsere Wörter irgendwo sein. Da ist ihre... Sie ist doch einmal auf den Kopf gefallen. Da ist doch die Macke am Kopf. Irgendwo hier wird sie schon sein. Sie hat sich bestimmt hier irgendwo versteckt oder so. Kevin. Tana ist bestimmt wieder die Alte und versteckt sich gerade und macht ein Spielchen. Tana ist tot. Beruhig dich. Tana ist tot. Kevin, Tana hat Jungs, die Krankheit nicht verkraftet. Nicht. Hört auf, sagt sowas nicht. Sieh dir das Skelett an. Kevin, du hast das selbst gesehen. Das ist nicht Tana. Mach dir selbst nichts vor. Hört auf, ihr sieht da mal einen ins Auge. Hört auf mit den Scherzen. Ich weiß nicht, was schiefgelaufen ist, Kevin, aber... Ich finde das einen ganz doofen Scherz jetzt. Jetzt sagt mir, wo ihr Tana versteckt habt. Nirgendwo. Da. Kevin. Sie ist noch im Becken. Tana ist... Ich muss mit dem Urdrachen reden. Gib mir einen Moment. Wie, du musst mit dem Urdrachen reden? Wo ist Tana? Wo habt ihr sie jetzt hingetan? Oh Drache, was ist Kevin. Passiert? Balui, wie konntest du den Zauber durchführen, ohne vorher mit mir zu reden? Basti! Aber was um alles Nimm in der Welt habe ich... Dir, Kevin. Was habe ich denn... Was habe ich falsch gemacht? Was? Du hast Basti in dem Bad baden lassen. Was habt ihr gemacht? Ich dachte, ihr sollt meine Freunde sein. Nein, Basti war so Baluja, schlecht dran. Aber Balu hat gesagt, ich soll reingehen. Und ich hab gedacht, das ist eine gute Idee. Und ich dachte, aber das kann doch nicht sein. Ihr habt einfach so mit dem Leben meiner Frau gespielt. War nicht für die Reinigung von Bastis Befall gedacht. Oh nein. Was haben wir gemacht mit dem... Ja, was haben wir mit dem Blut gemacht? Balui, du hast aber Tana getötet. Aber wir können doch einfach wiederbeleben. Ich hab sie... Nein, was? Balui, du hast Tana getötet. Tanas Geist und Seele vernichtet. Wir können doch Tana einfach wiederbeleben. Aber wie wiederbeleben? Bist du... Wie? Wir können doch jeden wiederbeleben. Das ist doch kein Problem. Hast du das Herz von Tana? Sie ist doch bestimmt am Baum oder so. Hast du... Am Baum? Der Baum, du weißt, doch was ich gestern belegt. Gesagt habe, dass der Baum nur Leute wiederholt, die, du weißt schon, wo der Baum... Ach, der Urdrache weiß doch sicherlich, wie wir sie wiederbeleben können. Urdrache, los, sag uns, wie wir Tana wiederbeleben können. Das ist düsterste Blutmagie. Und jemanden mit diesem Verfall kann man nicht wiederholen. Was? Da gibt's doch bestimmt eine Möglichkeit, also...
Ich glaub daran. Und vor allen Dingen, was war daran so schlimm, dass Basti da drin gebadet hat? Ihr habt das Blut verunreinigt und mit dem Zauberspruch Baloui hast du die Verunreinigung in dem Blut verstärkt. Du bist schuld. Oh, zum Glück Tana ich nicht. Es nicht ertragen hat. Jungs, ich sag dir, seid meine Freunde. Hallo, ich bin dein Freund. Baloui ist schuld. Ich dachte, ihr seid meine Freunde und jetzt wollt ihr mir sagen, dass wir nicht meine Frau wieder zurückholen können. Tut mir leid. Wisst ihr, wie viel Zeit ich mit Tana verbracht habe? Seine Frau ist tot. Ich habe alleine Tage gebraucht, um sie endlich von mir überzeugen zu können. Ich wollte doch nur helfen. Oh, und ich habe gedacht, dass ich Basti damit einen Gefallen tue. Also, es hat gut geschmeckt, das Blut, aber... Du solltest es nicht trinken, das habe ich dir gesagt. Und nur, weil Kevin das Buch holen war. Oh Mann. Ich werde Tana nie wiedersehen. Kevin. Ich glaube nicht, dass der Urdrache ein allwissendes Wesen ist. Ich werde eine Möglichkeit finden, sie wieder zu holen. Wie willst du das denn anstellen? Er hat doch gesagt, mit ihrer Krankheit ist das unmöglich. Ich lasse mich von sowas nicht unterkriegen, das weißt du genau. Ich werde ihren Leichnam jetzt erstmal auf den Friedhof bringen. Oh Mann, Kevin, das tut vielleicht mir sollten so wir leid. Sie nicht verbuddeln. Was ist, wenn ich sie brauche? Also, ich will jetzt nicht um ihre Gebeine bitten oder so, aber... Das ist schon sehr taktlos, Baloui, muss ich sagen. Er hat gerade seine Frau verloren. Ich weiß echt nicht, was ich gerade sagen soll. Ich fühle mich ich so leer. Ich brauche vor allen Dingen ihr Herz. Hast du das? Ich habe kein Herz. Es ist alles in dem Blut aufgelöst. Das ist alles. Das ist alles, was noch übrig ist. Oh Mann, das Blut war stärker als gedacht. Aber Kevin, ich glaube, dass wir gar nichts hätten machen können. Ihr Fleisch ist von den Knochen gefallen. Und ich glaube, das Blut hat nur noch das Fleisch gelöst. In ihr war nichts mehr. Ich glaube nicht, dass ich schuld bin. Lass den Urdrachen noch labern. Oder glaubst du das? Was machen sie jetzt? Ich will meine Geliebte wieder. Vielleicht sollten wir sie erstmal beerdigen und dann suchen wir eine Lösung. Der Meinung bin ich auch. Beerdig sie, Kevin. Komm, wir sind bei dir. Ich kann sogar Trauermusik spielen. Nein. Bitte nicht. Doch, ich hab die Harfe. Das ist dabei. Schon traurig genug, wenn du spielst. Oh Mann. Mir fehlen die Worte. Mir wird Tana so fehlen. Kevin, das tut mir so leid. Ich kann einfach keinen klaren Gedanken fassen. Wo willst du sie beerdigen? Ich werde sie hier beerdigen. Das Grab scheint frei zu sein. Oh Mann, Kevin. Verdammt. Mach's gut, Tana. Time to say goodbye. Hast du ein Schild mitgenommen? Was ist denn das hier? Oh, tut mir leid, Kevin. Was machst du hier auf dem Friedhof? Du entweichst den ganzen Friedhof. Ich habe nur ein... Ich wollte dir ein Schild besorgen, damit du ein... Ich werde nie wieder meine Geliebte wiedersehen. Kevin, selbst Flöckchen steht dir bei. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, Basti. Warum? Das ist eure Schuld, alles. Meine nicht, ich habe nur auf Baloui gehört. Was hast du getan, Baloui? Ich wollte meinen Freund nicht verlieren. Kannst du das nicht verstehen? Ich wollte Basti nicht verlieren. Du wolltest nur, dass ich das Buch hole, damit du Basti in das Blut locken kannst. Ja, das ist wahr. Und dabei war es dir egal, du hast einfach das Leben meiner Frau riskiert. Ich wusste nicht, was passiert. Es hätte gut sein können, dass alles gut geht. Und darauf habe ich spekuliert. Basti hätte doch noch immer in das Blut gehen können, nachdem meine Frau da drinnen gebadet hat. Das hast du... Kevin, ist... Basti, also Kevin, ich kann es jetzt voll und ganz verstehen, wenn du erstmal nichts mit uns zu tun hast. Kevin, ich muss dich unter vier Augen sprechen. Basti, würdest du die letzte Wache bei Tanas Grab halten? Nein, warum? Ich muss mit Kevin alleine reden. Das müssen wir unter vier Augen klären. Bitte. Ich bin da auch? Bitte. Ich höre auch dazu. Ich weiß, aber es gibt Ich habe aber ein Recht darauf, die Wahrheit zu erfahren. Ja, und die habe ich auch ein Recht darauf. Aber
Du bist doch gar nicht davon betroffen. Okay, ich verstehe das jetzt echt nicht, warum ich Basti, okay, wenn du es hören willst. Dann geh ich halt weg, tschüss. Mann, das gibt's ja wohl nicht. Das ist ja eine Frechheit hier. Och, Mann. Ja, guck nicht so blöd, Mann. Oh, Tana, ey, es tut mir echt leid hier. Eine Kerze für dich. Oh, Mann. Alter, wie konnte sowas nur passieren? Oh Mann, und Baloo, vor allem Baloo ist halt eben schuld. Und mich würde jetzt interessieren, was reden die denn nur? Mann, was haben die für Geheimnisse vor mir? Sie können mich nicht hören. Baloo! Kevin! Baloo! Baloo! Zwei oder drei Tage zu leben. Basti? Basti? Basti, was ist los? Wo bist du? Er liegt hier, Basti! Ich kann mich nicht mehr bewegen! Oh, ich hab noch was von dem Blut von Tana, warte. Roll dich rüber! Schubst ihn rein! Dankeschön. Stabilisiert dich. Zumindest für eine Weile. Jetzt sag mir, was habt ihr beredet? Basti, machen mir verdammte Sorgen um dich. Habt ihr über mich geredet? Basti, irgendwas stimmt mit dir nicht. Das wird immer schlimmer mit dir. Du wirst... Ich weiß doch. Ich weiß aber nicht, was ich machen soll. Das Einzige, was mich aufmuntert, ist die Musik. Ja, genieße die Musik. Genieße sie in vollen Zügen, Basti. Warum? Das... Warum redest du, Baloo, so? Das... Ich möchte ihn aufmuntern. Das hört sich aber traurig an. Hast du schlechte Nachrichten, Baloo? Ich muss morgen zum Du wirst zum gleich Baum. In Kürze sterben. Kevin, das war gut. Kevin? Ja? Wenn ich dir was im Vertrauen erzähle. Er hat ein Recht darauf, es zu erfahren, Baloo. Nein, hat er nicht. Was? Ja, natürlich, das ist sein Leben. Wie jetzt? Aber... Du wirst in Kürze den Abgang machen. Verarscht er mich gerade? Nein, du wirst in Kürze den Abgang machen. Frag dich doch mal, warum es dir immer schlechter geht. Kevin, erzähl nicht so einen Schwachsinn, nur weil du deine Frau gerade verloren hast. Der Typ weiß überhaupt nicht, was los ist mit dir. Oh mein Gott, also ich fass es ja nicht, dass du so über mich redest. Dass du willst, dass ich sterbe? Oh mein Gott! Oh, ich gehe jetzt zu mir nach Hause. Ich fasse es ja absolut nicht. Tschüss! Mann! Die behaupten, ich sterbe bald. Ich brauche einfach nur das richtige Blut. Mehr brauche ich einfach nicht. Oh Mann, Kevin. Der hat das auch noch ernst gemeint. Das gibt's nicht. Oh, ich leg mich jetzt zu Friedel, dem alten Sack. Oh Mann, Friedel. Du verstehst mich, oder? Du kannst mir noch mehr Blut geben. Habe ich denn überhaupt noch Blut? Habe ich bei mir noch überhaupt noch Blut? So, da ist noch Blut. Oh, dann lege ich mich jetzt noch rein. Oh.